Schönen Abend wünsche ich Ihnen. Ich, der alte gute Wicht, stets bin ich der Stadt am Dienen und tu immer meine Pflicht. Doch heute fällt's mir ziemlich schwer, ich tu mich arg begrämen. Der Stadtverwaltung ihr Begehr zwingt uns zum Abschied nehmen. 3 Jahre nur ward einst beschlossen, darf man hier Ehrenbürger sein. Und zwischen Rathausfenster sprossen kommt dann was anderes hinein. Jim Knopf, Chagall und Ottmar Alt hat der Advent hierher gebracht und alle Fenster waren bemalt. Auch Sams hat uns viel Spaß gemacht. Erfunden hat mich, das ist klar, ein gewisser Paulemar. Bei ihm steh ich in Lohn und Brot. Bei Paulemar. Der färbte mir die Haare rot, gab mir eine Nase wie ein Schwein. So hauchte er mir Leben ein. Der Paulemar. Und meinen runden Trommelbau. Den runden Trommelbau. Verdanke ich ihm auch. Dem Paulemar. 3 Jahre war Es Ehrengast. Blöd für den, der das Sams verpasst. Sams ließ es schneien, es tanzt in Flocken. Weil das für Es ein Klacks nur war, wenn im Advent die Rathausglocken schlugen 6-mal hell und klar. Dann tanzten sie voll Charme und Glanz im letzten Jahr den Flockentanz. Toll! Wir weißen Flöckchen, das haben wir aber gut gemacht in unseren weißen Röckchen. 2014 war's und ich muss sagen, überzeugend voll und ganz war euer schneegeflockter Tanz. Tanzen, das bringt immer Freude und es macht die Muskeln fit. Das mögen auch die jungen Leute. Und das Publikum tanzt mit. Weltschmerzaspirin ist Tanzen und es passt wunderbar hierher auf die Bühne vor dem Rathaus. Noch ein Tänzchen? Bitte sehr! So haltet ein, ihr weißen Flocken, bevor ihr euch zum Tanz bewegt. Zuerst schrubbt mal die Bühne trocken und danach wird sie gefegt. Herr Gutewicht, Herr Gutewicht, das geht uns leider wirklich nicht. Schneeflöckchen leicht von unserer Hand. Fegen ist uns weißen Flöckchen völlig unbekannt. Zum Fegen braucht man einen Besen, der prima in den Händen liegt. Fragt doch mal bitte Harry Potter, ob ihr dessen Besen kriegt. Der ist ja auch hier im Kalender mit Gemälden klar zu sehen. Und dass er uns den Besen leiht, ich denk, das müsste gehen. Bitte sehr, ich war sehr sausend. Hier ist er, der Besen Nimbus 2000. Oh, zeig mal her! Harry hat uns wohl erhört und sein Fegwerkzeug für uns vermehrt. Oh, das gibt's doch nicht! Da habt ihr sie. Er war so frei. Die Besen haben wir schon dabei. Doch Achtung, Vorsicht, aufgepasst! Drauf kann man ohne Lügen, ähnlich wie wir weißen Flocken, durch die Lüfte fliegen. Nee, das gibt's doch gar nicht. Doch auch zum Fegen sind sie gut, wenn man es nur richtig tut. Man schiebt sie vor, die Potterbesen, und dann zurück, das war's gewesen. Und mit Humor hauch ich ins Ohr, außer Besen nix gewesen. Und so kriegt unser Ehrengast eine saubere Bühne jetzt verpasst. Und das Gute dran ist dann, dass Sams gefegt abgehen kann. Hey, Gutewicht! Mach es wie die schönen Elfen und tu uns doch beim Fegen helfen. Ja, bitte! Ja, bitte hilf uns schön zu kehren, dem guten Sams zu ehren. Wir schrubben und wir fegen. Wir schrubben und wir fegen. Sams.
Nur deinetwegen. Nur deinetwegen. Schrubben und Fegen, samst nur deinetwegen. 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 Du warst so nett und populär. Du warst so nett und populär. Und so fällt uns der Abschied schwer. Und so fällt uns der Abschied schwer. Wir fegen, wir fegen. Samst nur deinetwegen. Samst. Da kommt man ja ins Schwitzen, wenn man zum Fegen tanzen soll. Lasst mich ein bisschen ruhen und sitzen und schenkt mein Sprudelglas mir voll. Hier, bitte. Und verschluck dich nicht. Das war die Kür. Bald kommt die Pflicht. Im letzten Jahr war nicht viel Winter hier in Gengenbach. Und all die Gengenbacher Kinder kitzelten Frau Hollewach. Doch die hat fest geschlafen und gar kein schlechtes Gewissen. Sie rüttelte schon lang nicht mehr an ihren weißen Kissen. So musste ich schimpfen, mich beklagen und man hörte mich laut sagen, ist es nicht ein großer Mist, dass hier, wo der Advent zu Hause ist, zum Weihnachtsmarkt, zur Weihnachtszeit in Gengenbach so selten schneit, weil aus allen Kübeln es gegossen, es so warm wie auf Hawaii, so hat der Stadtrat dann beschlossen, wir holen uns das Sams herbei. Juhu! Der hat doch eine Wunschmaschine und blaue Punkte im Gesicht. Er möge doch Frau Holle bitten, sie tue endlich ihre Pflicht, auf dass es hier zur Weihnachtszeit endlich wieder schneit. Da legst dich nieder, legst dich flach. Drei Jahre Sams in Gengenbach. Ein Ehrenbürger Gengenbachs mit Punkten im Gesicht. Und wenn das Sams was sagte, dann war es ein Gedicht. Doch leider heißt es nun, das Sams muss wieder gehen. Und all die weißen Flöckchen finden das nicht schön. Darüber sind wir traurig und finden das nicht toll. Und deshalb tanzen wir nun statt in Dur in Abschiedsmoll. In Abschiedsmoll. In Abschiedsmoll. Macht, ihr kleinen weißen Flocken. Gell? Und bald schon läuten hier im Ort die süßen Weihnachtsglocken. Ich blick zurück, was soll ich sagen? Schön war es hier in Gengenbach. Ich kann mich nicht beklagen. Doch nun ist Zeit, ich mache Platz. Das kann für wahr nicht schaden. Was nach mir kommt im nächsten Jahr? Das wird noch nicht verraten. So seid gespannt und kommt dann wieder mit Hund und Katz und Mann und Maus und singt mit uns dann Winterlieder. Denn jeder weiß, Advent ist hier zu Haus. So bleibt zufrieden, hell und wach beim Adventskalender Gengenbach. Alsdann, mein liebes Gengenbach, ich sage leis Adieu. Euch wünsche ich zum Abschied im Advent viel Schnee. Und du, mein lieber Gutewicht, so tu doch endlich deine Pflicht. Beeil dich, Mann, und mach ganz schnell, auf dass das Fenster werde hell. Jetzt ist's soweit, es werde Licht.